Ich wurde heute Morgen aus dem Bett geklingelt, weil ein YouTube-Video in den Trends erschienen ist, welches uns alle etwas angeht, welches die Kinnladen reihenweise runterklappen lässt, welches das erfinderische, abenteuerliche, verträumte Kind in uns wieder wecken soll. Welches 90er-Kids wie mich, welche mit dem Zeitalter von Nintendo groß geworden sind, in Freudentränen getunkte Gänsehaut versetzen. Und, wenn man den Kommentaren unter dem Video glauben mag, eine völlig neue Revolution im Videospielzeitalter einläuten soll. Und ja, auch ich sehe die Sache so ein bisschen skeptisch und ich habe mir das Video noch nicht angeguckt, weil ich will es unbedingt mit euch sehen. Aber dass das so hart trendet, dass jeder scheinbar jetzt schon drüber spricht, obwohl das nicht mal ein Tag her ist, ist schon Grund genug, das auszuchecken. Und wenn heutzutage noch jemand eine Revolution starten kann in Bezug auf Videospiele, dann ist es Nintendo, Mann. Aber bevor ich mir dieses Video jetzt gebe, muss ich mich natürlich passend kleiden. Obwohl ich ja jetzt eigentlich immer bei solchen First Reactions meinen Hype Cap auflassen wollte. Ja, ich glaube, dieses eine Mal werdet ihr das verstehen. 12 seconds later. Okay, das Video heißt First Look at Nintendo Labo. Ich habe keine Ahnung, ob das eine neue Konsole wird oder einfach nur ein neues Spiel. Aber wenn das irgendwie die ganze Videospielindustrie auf den Kopf stellen soll, dann bin ich echt gespannt. Oh, Nintendo Switch-Symbol. Es ist ein Switch-Projekt. Was ist das? Alter, sind das Pappen? Das sind Pappen! What the fuck? Ein Klavier mit einer Halterung für das Switch? Was soll das? Hey, wo kommt denn der Ton her? Was zur Hölle? Was ist das denn? Alter, das ist ein Angel! Ich verstehe gar nichts. Ah, das ist ein scheiß Gaspedal. What the fuck? Man kann so zocken? Hä, hey, wie bewegt sich dieses Ding? Boah, ist das geil. Das ist ja wie VR, Alter. Oh mein Gott, was ist das denn bitte? Ich verstehe zwar die Hälfte nicht, aber es ist... Was ist das bitte für ein geniales Konzept, Alter? Es tut mir leid, Leute, ihr müsst wahrscheinlich ein Trinkspiel machen, so oft wie ich schon wieder Alter sage. Vor allem wie komplex. Ich denke, das ist nur irgendeine Pappe und jetzt wird das immer komplexer. Wie zur Hölle bewegen die sich? Das verstehe ich einfach immer noch nicht. Zwanzigste Vierte. Oh mein Gott, es kommt so früh. Ach du Scheiße. Oh, ey, das ist krass. Oh, Alter, ich hab Gänsehaut. Man kann es nicht sehen, weil ich diese Scheißjacke anhab. Aber ich hab Gänsehaut, Mann. Ey, das ist ja unfassbar. 6 months later. So, das Erste, was ich gedacht habe, ne, original, was soll das? So, warum Pappen? Was haben diese Pappen mit Nintendo Switch zu tun? Dann sehe ich, dass das wie so eine Art Halterung ist. Ich dachte mir, das ist einfach nur, keine Ahnung, ein Stand so für, was weiß ich, 5 bis 10 Euro, damit Nintendo noch ein bisschen Kohle machen kann, nur weil der Name auf so einer Pappe steht. Aber dann irgendwie, nachdem dieses Klavier losgelegt hat, ich so dachte, naja gut, kommt der Ton jetzt nur, damit das Video eine musikalische Untermalung hat, oder kommt der Ton, weil man irgendwie, wie auch immer, ich verstehe es nicht ganz, vielleicht
vielleicht der Bildschirm, der Touchscreen oder irgendwie die Remotes mit dem Klavier oder mit irgendwas, was drin ist im Klavier, was in dieser Pappe irgendwie verbaut ist, was irgendwie auf den Touchscreen dann draufkommt und irgendwie dadurch Ton abspielen kann, so mittels Konsole, keine Ahnung, so. Also, aber es ist erstmal krass gemacht, so. Am Anfang dachte ich, wie gesagt, es ist einfach nur musikalische Untermalung. Aber dann habe ich im Video immer mehr gesehen, so plötzlich bewegen sich irgendwelche Sachen wie ferngesteuert, so. Man hat diese kleinen Fernbedienungen in dieses Pappmännchen zum Beispiel reingesteckt oder in diese Mäuse oder was das darstellen sollte. Und das hat sich bewegt. Das hat sich bewegt. Wie soll... Hä? Wie soll das funktionieren? Ich reiz nicht. Ist es wirklich so? Würde das wirklich funktionieren oder war das jetzt einfach nur so ein Gag fürs Video, dass es cooler wirkt? So, das mit dem Gaspedal konnte ich mir erklären, das mit der Angelrute konnte ich mir erklären. Das ist ja direkt mit der Konsole so verbunden gewesen, beziehungsweise die Remotes kann man ja kippen, so mit der Neigung und so, dass sie dann natürlich auch reagieren. So, da ist natürlich klar, wie das dann funktioniert, ne? Aber ich verstehe nicht, wie sich irgendwie so eine Pappe nur bewegen soll, nur weil dieser Controller drin steht. Also hilft mir auf die Sprünge, vielleicht habe ich irgendwas nicht geschnallt, vielleicht habe ich Switch einfach zu wenig gezockt, aber das hat mich extrem umgehauen. Und wisst ihr, was ich am allergeilsten finde? Dass man das Gefühl hat, es ist was völlig Neues so. Es ist kreativ, unheimlich inspirierend. Ich habe mir das angeguckt und ich habe mir so direkt 1000 Varianten in meinem Kopf zusammengelegt, was man da alles Geiles machen kann. Dann das mit diesem Robot, dass du da irgendwie, keine Ahnung, wie VR da zocken kannst, indem du dieses komische Ding als Rucksack aufpasst. Das ist so geil, ey. Und nein, das ist kein Product Placement heute. Ich wünschte mir, es wäre so, weil so hätte ich die Chance gehabt, das ein bisschen früher zu sehen. Aber für mich ist der 20.04. einfach ein übelster Pflichttermin. Ich werde mir dieses Zeug holen, ich werde das reviewen, ich werde das hier zocken. Ich muss echt bestätigen, die Kommentare unter dem Video, das, was mir vorher gesagt wurde, als mir das Video geschickt wurde, das ist für mich nichts weniger als eine fucking Revolution und das meine ich todernst. Was das für Möglichkeiten hat und dass es einfach was Neues ist, nicht so dieser Einheitsbrei, Liebe zum Detail und diese ganze Träumerei, was so alles möglich wäre, dass das alles wieder so ein bisschen ankurbelt. Das ist so geil, verdammt. Bitte Leute, sagt mir, was ihr von dem Ding haltet. So, bin ich der Einzige, der das cool findet? Gibt es vielleicht Leute, die sagen, ja toll, was soll ich mit so einer Pappe? Ich brauche eigentlich nur den Controller und die Spiele auf dem Bildschirm. So. Also, ich weiß nicht, was mir das geben soll, so durch den Raum zu fuchteln. So. Das könnte ich auch verstehen, aber ich will einfach eure Meinung haben und ich will wissen, ob ich der Einzige bin, der da so drauf abgeht. Na gut, kann ja nicht so sein. Das Video hat, glaube ich, schon 50.000 Kommentare oder irgendwie sowas. Das ist... Boah. Krank. Ein weiterer Genie-Streich in meinen Augen von Nintendo und ich bin so stolz, um das nochmal zu sagen und freue mich so krass am Leben zu sein, auf dieser Welt zu sein, allein schon. Das klingt aber auch irgendwie arm, als würde es nur das geben. Naja, egal. Allein schon, weil wir in der geilsten Generation leben, ey. Bei mir hat es angefangen mit Nintendo 64 und jetzt kommen wir zu so einem Punkt und was alles zwischendurch passiert ist und was jetzt noch passieren wird und das ist für mich einfach ein richtiger Schritt in die Zukunft. Wow. Und ich hoffe, ich lebe einfach noch weitere 50 Jahre, um das alles mitzubekommen, was da noch raus wird, ey. Nintendo, well done.